Nochmal ein Grüezi aus der Schweiz. Ja, der nächste Tag nach meiner gestrigen Arosa-Tour. Ja, es hat in der Nacht kräftig geregnet, kräftig gewittert, aber nichts Unwetterartiges, war völlig normal. Aber wie man am Rhein sieht, der ist nicht mehr türkis, sondern grau. Ja, es war alles okay, ganz normales Gewitter. Und es hat sich jetzt wieder alles aufgelöst und der Tag soll nochmal schön werden, bis das wieder am Nachmittag ein bisschen gewittern soll. Ja, und deswegen habe ich gedacht, natürlich fahre ich los. Ich stehe jetzt etwas außerhalb von Chur an der Autobahn, auf der Brücke. Da hinten ist Chur. Jetzt bin ich den Rhein schon runtergefahren hier und möchte noch weiter folgen bis Bad Ragaz runter. Und da werde ich dann abbiegen zu einer kleinen Straße, zu einem kleinen Pass, der genau hier hinter diesem Bergmassiv hier so ein bisschen entlang führt und hinauf, ja, so auf 1300 Meter und ein paar zerquetschte. Also das ist nichts, Großartiges, aber bestimmt landschaftlich schön und die Abfahrt soll auch so ein bisschen was bieten. Nachher auf der anderen Seite wieder runter ins Rheintal. Also da habe ich gedacht, das ist doch nochmal die perfekte Tour heute für den vielleicht letzten Tag, weil morgen, da ist nichts Tolles angesagt. Naja, kann ich nichts machen, aber diese Tour ist doch schön, dass ich die nochmal machen kann. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei auf meiner kleinen Runde hier von so 62 Kilometer über den Kumpelpass. Also viel Spaß. Man merkt, dass man hier an jetzt an so einem Fernradweg ist, den Rheinradweg. Ja, es kommen echt viele entgegen mit Tasche. Genauso überhole ich welche mit Tasche oder fahren hier dran vorbei, wenn ich mal stehe. Boah, da ist ordentlich was los. Naja, ist ja auch Sommer, ist ja auch gerade jetzt die Zeit. Ja, und was jetzt hier so auffällt, vielleicht hört man das ja noch im Hintergrund, dieses Rauschen. Hier geht ja auch alles durch. Die Autobahn, die Eisenbahn, dann noch die normalen Verkehrsstraßen und immer viel Industrie, weil hier ist ja das flache Land für große Gebäude. Ja, Zementindustrie habe ich schon gesehen und alles Mögliche. Also ist ordentlich was los, also ruhig ist es hier unten nicht. Ja, aber hier, es gibt so ein paar Abschnitte ja am Rheinradweg. Ja, so wie hier jetzt. Richtig schön. Und was es in der Schweiz ja auch immer noch gibt, diese tollen Rastplätze, wo sogar Lagerfeuer und Grillen erlaubt ist, aber kein Zelten. Aber naja, da fliegt gerade ein Reiher über mir weg. Also so ein bisschen Natur ist hier schon im Tal. Aber dieses Hintergrundgeräusch ist auch sehr markant. Jetzt bin ich in der Langquart. Ja, boah, nicht so eine tolle Strecke. Wie gesagt, da ging es wieder an der Industrie über Straßen. Aber ein gutes hat das. Wenn man am Rheinradweg fährt, kann ich jetzt noch einen Tipp geben. Direkt an der Strecke gibt es ein Outlet Center. Also wenn man sich vielleicht nochmal einkleiden will oder irgendwas. Adidas und
Co. Alles war da. Ja, aber jetzt geht es hier weiter hinter Langwart und jetzt ist man gar nicht mehr auf den Rheinradweg. Der geht irgendwo weiter da hinten, landeseinwärts, ein bisschen weiter. Aber hier führt auch ein Radweg längs. Die 21, glaube ich, war das, Pettigau-Radweg, wenn ich das richtig habe. Aber der führt die ganze Zeit hier am Rhein entlang. Naja, wahrscheinlich wollte man, dass die Leute auch mehr mal durch die Stadt fahren. Aber ich würde sagen, das ist eine bessere Alternative hier. Direkt am Rhein, geradeaus, wie es gerade so aussieht hier. Richtig schön. Und jetzt geht es weiter. Ja, gerade eben war ja 7 Kilometer bis Bad Ragaz. Jetzt bin ich vor den Toren von Bad Ragaz. Ja, das bedeutet auch gleich, dass es ordentlich bergauf gehen wird, ins Tal hinein, hoch zum Pass. Ja, dann habe ich gedacht, dann mache ich da nochmal schnell hier eine schöne Pause. Das ist genau der richtige Moment, das hier nochmal zu genießen am Rhein. Und dann geht's kräftig bergan, schätze ich mal so. Hier befinde ich mich jetzt am Eingang der Tamina-Schlucht. Ja, spektakulär ist sie. Ja, ich werde da jetzt nicht reinfahren. Ich werde die Straße nehmen und oben drüber wegfahren. Ja, bestimmt sehenswert. Kann man auch schon bei einem YouTuber sehen. Fred Riedel war schon mal hier. Vielleicht kennt er ihn. Ja, aber ich werde heute dran vorbeifahren. Über die Straße und mache hier über einer richtig neuen, schönen Brücke. Das ging jetzt hier auch nicht hoch. Und bis gerade eben war voll Sonne. Ja, im Rheintal ist es ja noch so heiß oder wärmer wie hier oben. Es waren jetzt 250 Höhenmeter, über 10%. Ui, Mann, bin ich durchgeschwitzt. Aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. Denn jetzt kommt das erste große Highlight, nämlich die Terminabrücke über der Schlucht. 200 Meter über den Grund. 2017 in Betrieb genommen. Zurzeit die größte Betonbogenbrücke der Schweiz. Da fahre ich jetzt gleich rüber und dann geht's natürlich immer weiter hoch.
So, ich bin jetzt wieder ein Stück höher. Ich bin jetzt in Valence. Hier geht es weiter über die Brücke zum Marprac-See. Und dann geht es hier hoch, immer weiter. Da oben ist der Pass. 1357 Meter hoch. Oh, sind noch 380 Meter. Ne, 400. 430 noch, verdammt. Naja. Alter. Naja, das werde ich schon schaffen. Ich habe ja noch Zeit. Ist ja noch früh. Gerade mal Mittagszeit. Naja, mal sehen, was das nächste Highlight ist, dann wohl die Brücke und der See. Jetzt bin ich an diesen See angekommen, an diesen Stausee. Ja, es ging leider wieder ein gutes Stück bergab. Verdammt. Oh. Die Staumauer, die hier ist, die ist auch nicht so spektakulär. Also es ist keine riesig hohe. Aber naja, Wasser ist immer schön. Ich werde jetzt hier am rechten Ufer entlang fahren. Und dann wird sich, glaube ich, auch das Tal wieder öffnen. So Ort Wettis. Oh, unten stand 14 Kilometer dran. Das kam einem so nah vor, aber wenn man immer hoch und runter und hoch und runter, dann zieht sich das doch ohne Ende. Ja, ein sehr schönes Tal, muss ich sagen, schöner Ort. Und ich muss sagen, spektakulär ist es hier auch noch, weil der Ort wird richtig von richtig hohen Bergen hier eingekesselt. Das ist echt Wahnsinn, was eine steile Wende da oben. Alter, wenn da ein Stein runterfällt, glaube ich, der von ganz oben, der fällt bis ganz runter in den Fluss. Mann, sehr spektakulär. War mir vorher nie so bekannt, dieses Tal. Oh, aber jetzt. Schön, dass ich das noch gemacht habe hier, diese Tour. Das gefällt mir hier. Hier habe ich jetzt die Mautstation sozusagen erreicht. Bezahlen per App oder per SMS. Boah, ist aber auch nicht gerade günstig. 20 Franken für ein Auto. Naja, eine Berg- und Talfahrt genug gültig. Ist nicht gerade wenig, aber zum Glück, Fahrräder sind zum Glück frei.
Also freie Fahrt für mich. Bin ich hier im nahegebenden Ort Kunkels. Ja, ich mache jetzt noch mal eine Powerpause, kurz was snacken, kurz mal durchatmen und dann geht's auf den Rest zum Pass. Kunkelpass erreicht. Das war aber nochmal schwer. Oh, nicht so ungefähr 10-12% über mehrere Kilometer. Wow, Mann, jetzt bin ich durchnass. Oh. Also für Rennrad würde ich sagen, ist die Strecke hier hoch nicht geeignet. Seit der Mautstation ist der Asphalt eigentlich ziemlich schlecht. Und immer so eine Schlaglöcher wie hier. Hoch geht's noch, aber runter würde ich da nicht fahren. Und die andere Seite. Die Abfahrt ist auch nicht so richtig Rennrad geeignet, das werdet ihr gleich noch sehen. Oh, aber jetzt werde ich glaube mal eine Pause machen. Habe ich mir wohl verdient, das Wetter sieht noch gut aus. Und zufällig ist da ja auch eine Gaststätte. Mann, das war nochmal eine verdammt gute Pause hier. Das hat gut getan. Nochmal richtig schön gegessen. Es gab Nudeln überbacken mit Käse und Speck. Und dazu gab es sogar noch Apfelmus gereicht. Fand ich erst eine komische Kombination, aber hat super geschmeckt. Also ich kann es nur empfehlen. Aber ich will jetzt keine Werbung machen. Ja, war echt schön hier diese Seite hochzufahren. Jetzt geht es die andere Seite runter nach Tramins. Nach Tramins geht es runter, da wo auch der Rheinzusammenfluss auch ist. Ja, aber es geht hier ziemlich steil runter. Es soll spektakulär so ein bisschen sein. Naja, mal sehen. Ich habe es bloß gelesen. Ich werde es mir jetzt anschauen. Beziehungsweise wir schauen uns das jetzt mal an. Das war ja mal was. Was für eine Tunneldurchfahrt und was für ein Abgrund. Boah, ist man hier über den Rheintal. Das war ja grandios. Ich hoffe, die Bilder sind alles geworden. Das ist ja echt heftig. Und das Komische ist, man darf hier rauffahren. Dafür hat man ja bezahlt. Motorradfahrer fahren hier durch. Aber hier liegen Steine ab. Da vorne ist kein Asphalt mehr im Tunnel und so. Also bedingt empfehlenswert, vor allen Dingen auch für Rennräder.
Ja, und jetzt soll es anscheinend auch immer sehr steil hier runter gehen. Über 20%. Naja, werde ich sehen. Aber da ganz unten, da ist Tamins. Boah, und der Rheinzusammenfluss. Ja, das ist echt weit weg. Naja, denn Mann ab. Naja, Rasen werde ich bestimmt nicht runter. Die Abfahrt bewältigt, ja, ging eigentlich ganz gut, kann man gut runterfahren, aber zwischendurch immer doch noch mal wieder Schotter, also 20% glaube ich waren es nicht runter, aber auch egal. Ich bin jetzt hier unten heil im Tal Tamins angekommen und jetzt geht es auf den Rheinradweg wieder weiter Richtung Chur und dann ist der Tag auch bald wieder rum. Ha! Erwischt! Das war das TomTom-Car, das genauso abfilmt wie Google Maps das gemacht hat, wo man ein Realbild sehen kann. Da, ich bin drauf. Mal sehen, ob das, wenn das kommt, ob ich da mit drauf bin. Das wäre ja geil. Das werde ich dann mal gucken. Wenn das mal kommt. TomTom-Car hieß das. Da hinten fährt es. Jetzt bin ich in Chur und habe mir, naja, ein ruhiges Plätzchen ausgesucht, ist minder gesagt, aber naja, ich wollte jetzt hier noch die Absage machen. Ja, das war's für heute und das war's wohl auch für diesen Urlaub, denn morgen ist nicht so gutes Wetter angesagt. Ja, ich setz mich mal. Oh, Leute, ah, ja, das ist gut. Ah. Ja, es war anstrengend heute, aber wieder wunderschön. Ein eher unbekannter Pass, aber ich bin begeistert, den abgefahren zu haben. War echt klasse. Nicht nur heute, auch alle anderen Tage. Ja, so verbringe ich den Urlaub. Immer aktiv, wenn es geht. Aber morgen, ja, da soll es grau sein, vielleicht auch regnen. Da mache ich wahrscheinlich nichts mehr. Oder falls es doch noch gut wird,
werde ich da oben in Kowalden noch ein bisschen vielleicht rumfahren, aber das habt ihr schon gesehen und da gibt es auch keine neuen Aussichten. Das war's denn also. Ja. 11 Videos müssten es geworden sein. Echt Wahnsinn. Muss ich wieder sagen, tolle Aussichten gehabt, tolle Touren. Wieder alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe oder fast. Ein paar Touren hätte ich mir noch vorstellen können, die ich jetzt nicht gemacht habe. Wie zum Beispiel die Via Mala Schlucht oder San Bernardino Splügenpass die Gegend. Aber naja, so wie ich es jetzt hier abgeradelt habe, bin ich zufrieden. Es war toll, das Wetter hat auch einigermaßen mitgespielt. Und ja, was soll ich sagen, einen Tag Regen habe ich hier ausgelassen am Lago Maggiore gewesen. Das war auch einmal im Leben da gewesen zu sein, das war so schön. Ja, also ich hoffe, es hat dann alles gefallen. Die Bilder sind alle was geworden, die ich gemacht habe, und dass die Videos euch gefallen haben, nicht nur heute, auch die anderen. Ja, jetzt bin ich kaputt. Nicht unbedingt, aber naja, Spaß gebracht hat es auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich von Urlaub noch erholen. Ne, das muss ich nicht. Man erholt sich so schnell. Morgen, übermorgen könnte man schon wieder los, aber ja, übermorgen geht es wieder mit dem Auto zurück. Ganz nach oben, nach Schleswig-Holstein, nach Flensburg. Ja, eine lange Rückreise, aber ich muss sagen, es lohnt sich immer wieder. Ich habe ja hier fast ganz Graubünden gesehen. Eine wunderschöne Gegend, kann ich jedem empfehlen. Falls da irgendwelche Fragen sind noch zur Schweiz, könnt ihr jederzeit stellen, vielleicht kann ich sie beantworten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was hier gut geregelt ist, ist zum Beispiel die Parkplätze, also in der Stadt. Überall Parkverbot oder man muss dafür bezahlen. Das ist schon echt krass. Selbst in fast entlegensten Gegenden muss man da echt was berappen. Und naja, was soll ich noch sagen? Ja, teuer. Man sagt, Schweiz ist teuer. Ja, zum Beispiel die Ferienwohnung, die ich hatte, die war nicht teurer, als wenn man in Deutschland oder Österreich das macht. Oder essen gehen oder so. Das ist etwas teurer, auf jeden Fall. Aber man muss ja nicht jeden Tag essen und Urlaub mal. Da muss man sich das auch mal gönnen. So wie heute fand ich das auf der Hütte oder wie gestern auf der Alp. Fand ich das normale Preise, wie wenn man bei uns auf der Hütte geht. Das war voll okay. Okay, Lebensmittel, besonders Fleisch ist vielleicht etwas teurer. Man kann ein bisschen aufpassen, aber es geht, es funktioniert. Und gerade jetzt war es noch sehr toll. Es war ja vor einem Monat noch fast gar nicht möglich, hier zu sein. Corona, sage ich nur. Und jetzt ist man doch hier gewesen. Das ist so toll, das ist so grandios, das kann man nicht beschreiben. Ja, aber jetzt ist der Urlaub wohl zu Ende. Wie gesagt, morgen Regentag wahrscheinlich oder zumindest bedeckt. Da ruhe ich mich nochmal aus und übermorgen geht es zurück nach Hause. Ja, also dann hoffe ich, es hat gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moins, wie es hier heißt, und bald auch wieder Moin Moin. Vielleicht gibt es dann ja auch wieder mal ein Flachland-Video. Tschüss.